بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute inshallah ta'ala unsere Reihe fortsetzen über die Propheten, über die Geschichten der Propheten im Islam. Und wir hatten bisher zwei Einheiten gehabt. In der ersten Einheit haben wir allgemein darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und im zweiten Vortrag haben wir dann auch begonnen mit der Schöpfungsgeschichte. Mit Adam alayhi salam. Und wir haben in der Geschichte von Adam alayhi salam Bezug genommen auf diesen wichtigen und grundlegenden Dialog zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und den Engeln. Wo Allah ta'ala in Surat al-Baqarah den Engeln darüber berichtet hat, dass er einen Statthalter auf Erden einsetzen wird. Einen Khalifa. Und wir haben auch ausführlich darüber gesprochen, was eigentlich ein Khalifa bedeutet. Und warum die Engel sich dann darüber gewundert haben und Allah Ta'ala gefragt haben, warum er denn einen Menschen erschaffe, der Unheil stiften wird und Blut vergießen wird. Und Allah Ta'ala sich auf ihre Frage einließ. Und ihnen auch antwortete. Und zwar nicht nur einfach, indem er ihnen eine Antwort gab, sondern indem er ihnen sehr anschaulich klar machte, warum Allah subhanahu wa ta'ala Adam und die Menschen somit erschaffen hat. Weil er nämlich zu Dingen fähig ist, zu denen die Engel nicht fähig sind. Und der Mensch eine so besondere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie kein anderes Geschöpf. Und das machte Allah Ta'ala den Engeln klar, indem er nämlich Adam alayhi salam, nachdem er erschaffen wurde, und wir hatten uns letzte Woche auch mit den Phasen seiner Erschaffung beschäftigt gehabt, sind eigentlich noch nicht dorthin gekommen, wo er wirklich dann lebendig wurde, aber haben das vorweggenommen. Und zwar, dass nachdem er erschaffen wurde, Allah Ta'ala ihm die Namen aller Dinge beigebracht hat. Und wir haben auch sehr ausführlich darüber gesprochen gehabt, was das zu bedeuten hat und warum das so wichtig ist. Und inwiefern das mit auch der Fähigkeit des Lernens und des freien Willens zu tun hat. Und Allah Ta'ala einfach von den Engeln verlangt hat, das zu tun, was Adam alayhi salam beherrscht, ohne jemals dafür etwas getan zu haben. Nämlich die Dinge zu benennen. Und sie es nicht tun konnten und somit verstanden haben, warum Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschaffen hat und warum er ihn auch so erhöht hat. Und wir wollen insha'Allah ta'ala jetzt darauf eingehen, wie Adam alayhi salam jetzt lebendig wurde. Bevor wir jedoch darauf zu sprechen kommen, wollten wir noch auf einen anderen Aspekt eingehen, mit dem wir letzte Woche abgeschlossen hatten. Und zwar darauf, wann der Shaitan Iblis, der ja ein Djinn war. Wir hatten ja auch beschrieben, dass es Djinn gab, dass es Engel gab. Wann Iblis das erste Mal Kontakt zu Adam und somit dem Menschen gehabt hat. Und es gibt hier eine schöne Überlieferung bei Sahih Muslim, wo Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt, wo der Prophet folgendes sagt. لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تركه ما شاء الله أن يتركه. Als Allah Ta'ala Adam gestaltet hat im Paradies, also es war noch keine Seele in ihm, einfach nur seine Form. Und wir haben ja gesagt, es war dann dieser Ton, diese mehreren Phasen von Erde, dann über Schlamm, dann über fauligem Schlamm, der immer fester wurde und dunkler wurde. Und irgendwann einmal war es sozusagen trockener Ton gewesen, den man dann gestalten kann.
Und nachdem Allah Ta'ala Adam eine Sura gegeben hat, das heißt eine Gestalt gegeben hat, er ist nicht einfach nur noch ein Klumpen, sondern er ist jetzt wirklich eine Gestalt. Allah hat ihn gestaltet und zwar in bester Weise. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen in schönster Weise, in schönster Gestalt erschaffen. Sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ. Allah hat ihn erst einmal so gelassen. Als Gestalt, leblose Gestalt. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, seine Überlieferung in Sahih Muslim, das heißt authentisch. فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ. Und Iblis hat angefangen, um ihn herum zu gehen. Yutifu bihi, so als würde er fliegen, ja, von Tafa, also um ihn herum zu laufen, zu fliegen, wie auch immer. Yanzuru mahu, und er schaute, was ist das, wer ist das? Wahrscheinlich hat er auch dieses Gespräch mit Allah Ta'ala mitbekommen, hat mitbekommen, dass Allah Ta'ala jemanden erschaffen wird, hat diesen Prozess beobachten können, wie Allah Ta'ala aus dem Nichts heraus, aus Erde und Wasser, dann diese Gestalt geformt hat. Und dann schaute er und sagte, als er gesehen hat, dass er innen hohl ist, فَلَمَّ رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكَ. Und als er dann gesehen hat, dass er innen hohl ist, also in ihm sozusagen, ja, er nicht gefüllt ist von den Ajwaf. Ajwaf heißt sozusagen von innen ausgehöhlt. Wusste er, dass es sich um ein Geschöpf handelt, was sich nicht kontrollieren kann. La yatamalak. Was heißt das? Was beschreibt dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wir werden sehen, subhanallah, dass diese ganze Geschichte von Adam alaihi wasallam und Iblis uns im Grunde genommen die Wesensart des Menschen beschreibt. Die Wesensart des Menschen beschreibt. Und Iblis, er sieht jetzt diese Tongestalt und er sieht es irgendwie innen, von innen hohl, ausgehöhlt, wie auch immer, Ajwaf, ja, von Jauf, etwas, was sozusagen tief ist. Und er sagt ja dann, er kann sich nicht beherrschen. La yatamalak, ein Geschöpf, was sich nicht beherrschen kann. Was ist damit gemeint? Die Gelehrten haben gesagt, die Mufassirun, die Hadith-Exegeten und Hadith-Kommentatoren haben gesagt, damit ist gemeint, dass der Shaitan ganz genau die Schwächen des Menschen kannte. Kann sich nicht beherrschen, er befolgt seine Neigungen, befolgt seine niederen Neigungen, seine Shahawat, seine Ahwa. Er hat diesen Hang dazu, seine Neigungen zu befolgen. Er ist schwach. Und der Mensch, er wurde schwach erschaffen. Er hat sich häufig nicht unter Kontrolle. Und das sah der Schatten. Und da machte er sich keine Sorgen und sagt, ach, so jemand, ja, der wird nichts erreichen. So jemanden wird Allah subhanahu wa ta'ala niemals erhöhen. Aber er hat sich getäuscht, weil er nicht verstanden hat, warum Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen überhaupt erschaffen hat. Nämlich genau aus diesem Grund. Er hat ihn erschaffen mit diesen Schwächen, weil gleichzeitig darin auch seine Stärken liegen. Allah Ta'ala, er hat uns diese Schwächen gegeben, dass wir bestimmte Begierden haben als Menschen, weil er wusste, dass darin auch Stärken im Menschen liegen. Und dass all diese Schwächen, die wir haben, all diese Neigungen, die wir haben, auch etwas Gutes mit sich bringen. Und dass der Mensch auf diese Neigungen auch angewiesen ist. Auf der einen Seite ist es eine Schwäche, aber auf der anderen Seite ist es eine Stärke, weil sich der Mensch dadurch nämlich entwickeln wird. Weil der Mensch dadurch zeigen kann, dass er sich auch beherrschen kann, wenn er es möchte. Und dass wenn er den Willen nutzt, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, sogar auf die stärksten Bedürfnisse überhaupt verzichten kann. Menschen, die in einen Hungerstreik gehen, für ein höheres Ziel. Es gibt Menschen, die in einen Hungerstreik gehen, die verzichten auf Essen, lassen sich teilweise zwangsernähren, um ein höheres Ziel dadurch zu erreichen. Nur aufgrund ihres Willens, weil sie ein höheres Ziel haben, subhanallah. Das heißt, diese Schwächen sind gleichzeitig auch Stärken für die Menschen und zeichnen den Menschen aus. Das, was den Menschen ausmacht, dass er nämlich mit seinem Willen, dem Allah Ta'ala ihm gegeben hat, sehr, sehr viel erreichen kann. Und dass derjenige, der wirklich diesen Willen hat,
von nichts abgehalten werden kann, auch nicht von dem Shaitan. Und genau das werden wir dann auch später sehen, wahrscheinlich heute nicht mehr, wahrscheinlich nächste Woche dann, insha'Allah ta'ala, dass der Shaitan das selbst eingesehen hat. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Außer die Auserlesenen von deinen Dienern, die kann ich nicht in die Irre führen. Oder al-mukhlasin, die Aufrichtigen unter ihnen. Die kann ich nicht in die Irre führen. Das heißt, jemand, der sich nicht in die Irre führen lassen möchte, den kann ich auch nicht in die Irre führen. Und er hat auch nicht verstanden, dass gleichzeitig in dieser Schwäche auch etwas liegt, was Allah Ta'ala sehr liebt. Nämlich, dem Menschen vergeben zu können, wenn er einen Fehler macht. Hört euch mal diesen schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam an. In dem er sagt, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Bei dem, in dessen Hand Muhammads Seele liegt. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا. Würdet ihr nicht sündigen. لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ. Würde Allah euch nehmen. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ. Und er würde mit einem Volk kommen. يُذْنِبُونَ. Welches sündigt. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ. Und welches daraufhin Allah um Vergebung bittet. فَيَغْفِرْ لَهُ. Woraufhin Allah ihm vergibt. Das heißt, diese Schwäche, diese vermeintliche Schwäche des Menschen, auch nachzugeben, zu sündigen, ist etwas, was Allah Ta'ala liebt. Warum? Weil es nämlich eine der wichtigsten Eigenschaften und Attribute Allahs hervorhebt, nämlich seine Barmherzigkeit. Dass Allah Ta'ala vergibt. Und Allah liebt es zu vergeben, subhanallah. Allah Ta'ala liebt es zu vergeben. Er liebt es so sehr zu vergeben und er freut sich so sehr über die Vergebung, wie jemand, der in einer Wüste ist. Mit seinem Reittier. Und sich dann unter einem Baum ausruht, vergisst sein Reittier anzubinden, aufsteht und sein Reittier mit seinem gesamten Proviant ist weggelaufen. Und er überall sucht und sucht und sucht den ganzen Tag und er weiß, es bedeutet seinen Tod. Er wird das nicht überleben. Und sich dann erschöpft unter dem Baum legt, um sich noch einmal auszuruhen und eigentlich sich in den Tod zu schlafen und aufwacht und plötzlich sein Reittier vor ihm ist. Und er vor lauter Freude ruft, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddatil farah. Oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Vor lauter Freude darüber, dass sein Leben gerettet wurde und sein Tier vor ihm ist, hat er es sozusagen auf den Kopf gestellt. Und Allah freut sich noch mehr. Das heißt, Allah weiß, dass der Mensch das tun wird, aber er will, dass diese Eigenschaft der Barmherzigkeit hervortritt, deutlich wird. Und deswegen, Allah, unser Prophet sagt das klar und deutlich. So sind wir erschaffen worden. Kullu bani Adam khatta. Jeder der Kinder Adams begeht Fehler. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Und die Besten unter denjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, welche bereuen. Und das hat der Shaitan nicht verstanden. Der Shaitan hat das nicht verstanden. Der Shaitan, Iblis in diesem Fall, er war auf der Stufe der Engel gewesen. Sehr wichtig, er war selbst kein Engel gewesen. Er war ein Djinn, hat mir letzte Woche auch gesagt gehabt. Er wurde aus Feuer erschaffen, aber er hatte die Stufe der Engel erreicht gehabt. Das heißt, er konnte sich gar nicht vorstellen, dass jemand diese Schwächen hat. Und jetzt erschafft Allah Ta'ala jemanden, der diese Schwächen hat. Und er versteht nicht, warum. Und warum soll er Statthalter sein? Warum nicht ich? Das heißt, ja, der Shaitan hatte jetzt schon mal Kontakt gehabt zum Menschen. Er beobachtet den Menschen von weit, schwört um ihn herum, schaut sich ihn an, ja, weiß, okay, er lebt noch nicht, ja, er hat diese Schwächen, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Aber jetzt geschieht genau das, was er nicht wollte. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er haucht jetzt diesem Menschen, der nur eine leblose Gestalt ist, aus Ton plötzlich eine Seele ein. Und zwar einen göttlichen Funken. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Und ich dann von meinem Geist ihm etwas einhauche. Allahu Akbar. Etwas, was kein anderes Geschöpf hat. Weder die Djinn noch die Engel. Wir hatten das letzte Woche erwähnt gehabt. Wie wurden denn die Engel erschaffen? Aus Licht, aber wie? Hat Allah sie ebenfalls mit der Hand erschaffen?
im übertragenen Sinne. فَإِذَا سَوَّيْتُ wie heißen die? لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Also Allah Ta'ala, er beschreibt das so, als hätte er den Menschen mit seinen Händen, und Allah hat nicht solche Hände wie wir, natürlich, ist klar, ja, aber als hätte er, ja, den Menschen mit seinen Händen erschaffen und geformt. Was für eine Auszeichnung für den Menschen. Und jetzt kommt noch hinzu, Allah Ta'ala erhaucht ihm von seinem Geist ein, sodass jedes menschliche Wesen einen göttlichen Funken in sich trägt. Allahu Akbar. Jeder von uns, der hier sitzt, trägt einen göttlichen Funken in sich. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي Und ich ihm dann sozusagen von meinem Ruh, von meinem Geist etwas einhauche. Und genau das sollte geschehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt Adam alayhi salam die Seele, das heißt das Leben, eingehaucht. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir Muslime, und nicht nur wir Muslime, auch Christen und Juden und Menschen, die grundsätzlich an Gott glauben, wissen, dass das Leben nicht durch Zufall entstanden sein kann. Sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich die Menschen und alles andere auf dieser Welt erschaffen hat. Es gibt durchaus Diskussionen unter muslimischen Gelehrten und auch Intellektuellen. Könnte es sein, dass es eine Art intelligente Evolution gegeben hat? Was ist damit gemeint? Das heißt, dass Allah Ta'ala eine Art von Evolution zugelassen hat, die er aber gesteuert hat. Könnte das sein oder könnte das nicht sein? Es gibt manche, die sind der Ansicht. Wallahu a'lam, Allah weiß am Ende am besten. Wir sehen aber, dass es in jedem Fall eine Entwicklung in der Schöpfung gibt. Adam alayhi salam, wie er gestaltet wurde, aus Erde etc. Aber eines ist sicher. Und da dürfen sich die Muslime nicht uneinig sein. Der Mensch, er ist nicht durch eine Entwicklung entstanden. Durch eine Evolution entstanden. Sondern der Mensch, er ist wirklich erschaffen worden. Wie auch immer, er ist aber erschaffen worden. Wie lange das auch immer gedauert haben mag, er ist erschaffen worden. Und alles andere ist ebenfalls in irgendeiner Form erschaffen worden, ob durch eine Entwicklung, eine Evolution, wie auch immer. Aber es kann sich nichts von selbst entwickeln. Auch wenn das heutzutage viele Wissenschaftler behaupten. Aber wir müssen eines wissen, ja, dass heutzutage eine gegenteilige Behauptung ohnehin fast unmöglich ist in wissenschaftlichen Kreisen. Weil sobald du etwas Gegenteiliges behauptest, ja, wirst du als Wissenschaftler nicht mehr ernst genommen. Es ist ähnlich wie mit dieser ganzen Gender-Debatte, die wir heutzutage haben. Sobald du ein Querdenker bist und eine andere Meinung vertrittst als die politisch korrekte Meinung, die es heutzutage gibt, wirst du nicht mehr ernst genommen als Wissenschaftler. Du hast keine Möglichkeit mehr, einen Platz an der Universität zu finden. Ja? Deine Karrieremöglichkeiten sind im Grunde genommen was? Blockiert. Und das muss man einfach auch wissen. Und dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir das als Muslime auch verinnerlichen. Dass ich als Muslim verinnerliche, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Menschen wirklich erschaffen. Und ich meine, das macht, ist auch die einzige logische Sache, die Sinn macht. Wenn wir uns den Menschen anschauen und die restliche Schöpfung, dann sehen wir, es gibt nichts in dieser Schöpfung, was dem Menschen ähnelt. Nichts. Auch wenn die DNA vielleicht zu, weiß ich, 99,9% wie auch immer zwischen einem, weiß ich nicht, Frosch und einem Menschen vielleicht gleich sein mögen. Ja? Mag ja alles sein. Aber trotz alledem ist der Mensch grundlegend anders als der Rest der Schöpfung. Es gibt nichts, was dem Menschen ähnelt. Nichts, überhaupt nichts. So schön diese Tiere auch aussehen mögen, so intelligent sie auch sind, so faszinierend sie auch sind, es gibt einen ganz klaren Unterschied. Und das ist der Unterschied, den Allah Ta'ala uns hier in dieser Ayah erzählt hat. Und zwar, der Mensch, Benu Adam, hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln, zu lernen, Zivilisationen zu errichten. Er hat die Fähigkeit, sich gegen den göttlichen Plan zu stellen. Alles andere auf dieser Welt hat diese Fähigkeit nicht.
Eine Biene bleibt immer eine Biene. Eine Drohne unter den Bienen wird immer eine Drohne bleiben. Sie kann sich nicht dagegen entscheiden. Eine Biene Maya gibt es in Wirklichkeit nicht. Sie bleibt immer eine Arbeiterin, ob sie es will oder nicht. Eine Ameise, so faszinierend sie auch ist, so kräftig sie auch ist, so klug und so fleißig sie auch ist, sie kann sich nicht gegen die göttliche Bestimmung stellen. Sie wird immer arbeiten. Die Königin bleibt immer Königin und die Arbeiterin bleibt immer eine Arbeiterin. Oder habt ihr jemals erlebt, dass eine Ameise ausreißt und sagt, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten? Nein, wie Soldaten, subhanallah, wie Soldaten. Egal, auch wenn ich sterbe, egal, ich mache weiter. Habt ihr schon mal so mit Ameisen gespielt? Die gehen immer weiter, ja? Egal was ist. Ja? Kannst machen, was du willst. Sie sind stur. Machen ihre Sache, die Allah Ta'ala für sie bestimmt. Auch wenn das für sie der Tod bedeutet. Subhanallah. Der Mensch, nein. Der macht, was er will. Und er kann auch machen, was er will. Mag sein, dass die Gesellschaft ihn beeinflusst, etc. Aber wenn jemand sagt, der kein Muslim ist, ich möchte Muslim werden, kann er Muslim werden. Wenn ein Muslim sagt, ich möchte kein Muslim sein, er kann es werden. Selbst wenn es gesellschaftlich vielleicht verpönt ist. Wenn er da vielleicht auch Gegenwind bekommt, etc. Aber am Ende, er kann es machen. Keiner kann ihn davon abhalten. Und das ist etwas, worin sich der Mensch grundsätzlich entscheidet von allen anderen Geschöpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt das sehr, sehr schön. In einer Ayah in Surat al-Hajj. Alam tara, anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Siehst du nicht, dass sich vor Allah jeder niederwirft, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist? Hingabe gegenüber Allah. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Und auch die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die Bäume und die Tiere und viele von den Menschen, die sich freiwillig Allah ergeben haben. وكثير حق عليه العذاب und vielen und gegen viele ist die Strafe unvermeidlich geworden. Warum? Weil sie sich nicht ergeben haben freiwillig. ومن يهن الله فما له من مكرم und wen Allah der Schmach aussetzt, der hat niemanden, der ihm Ehre erweist. إن الله يفعل ما يشاء gewiss Allah tut, was er will. Gewiss Allah tut, was er will. Nochmal zurück zu dem Aspekt der Evolution. Nicht, dass jemand mich falsch versteht und sagt, Muslime sind gegen Wissenschaft oder gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Der Islam fordert uns auf, zu forschen, zu verstehen. Es gibt nur einen Punkt, wo wir uns ganz klar unterscheiden. Und der ist, zu behaupten, dass all dies von allein entstanden sei und nicht göttlich gelenkt ist. All diese Beobachtungen, die wir machen, sind richtige Beobachtungen. Nur die Art und Weise, wie wir diese Dinge interpretieren, da unterscheiden wir uns. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Manche Muslime haben mich mal gefragt, darf ich eigentlich im Biologieunterricht, weiß ich nicht, mitdiskutieren, wenn es oder lernen für eine Prüfung, wo es um Evolutionstheorie geht. Natürlich lerne das. Keiner verbietet dir, so etwas zu lernen. Nur deine Interpretation der Ergebnisse sei eine andere als dein Biologielehrer. Weil er glaubt nicht an Gott, er glaubt an die Natur, er sagt, das ist die Natur. Wer ist aber die Natur? Hat die Natur zwei Augen, zwei Hände? Ist sie intelligent? Hört man immer wieder, die Natur. Manche sagen das Universum, die Karma. Ja, was ist das alles? Am Ende findet ihr irgendwelche Begriffe, die wiederum auf was zurückführen? Auf ein intelligentes Wesen, ja? Was irgendwie das gelenkt haben muss. Weil durch Zufall kann nichts entstehen. Keiner kann mir wirklich, ja, behaupten, dass er daran glaubt, dass all das durch Zufall entstanden sein soll. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt, auch sogar hier in der Finostraße, könnt ihr euch vielleicht erinnern, da waren einige waren dabei gewesen. Da habe ich jemand, der wollte sich mit dem Islam beschäftigen und er meinte so, ja, ich kann nicht an Gott glauben, ich glaube an mich, etc. Da meinte ich, okay, habe ich nur eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, guck mal, dieser Tisch hier, ich weiß nicht, es war dieser Tisch oder ein Tisch unten im ersten Stock. Ich gesagt, dieser Tisch hier, ja, kannst du mir beweisen, wer ihn hergestellt hat? Ich behaupte, dieser Tisch ist durch Zufall entstanden. Ich meinte, nein, kann nicht sein. Meinte ich, wo ist der Beweis dafür, dass dieser Tisch produziert wurde? Ja, die Wissenschaft sagt es. Meinte ich, welche Wissenschaft denn? Du hast es doch nicht gesehen. Du hast doch nicht mit eigenen Augen gesehen, wo dieser Tisch hergestellt wurde. Du warst nicht dabei gewesen. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, hier ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Marke von einer Fabrik. Selbst da, du warst nicht dabei gewesen. Du kannst es nicht mehr zu 100% nachvollziehen. Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür, dass dieser Tisch oder diese Flasche oder dieses Handy oder was ich, dass es wirklich von jemandem produziert ist. Es könnte sein, dass es einfach durch Zufall entstanden ist. Jeder, der so etwas behaupten würde, den würde man gleich einsperren. Sagen, du tickst nicht mal ganz, geh mal in eine Anstalt für psychisch Kranke.
für Verrückte. Ist so. Jeder würde das sagen. Weil es keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn zu glauben, dass solche Dinge durch Zufall entstanden sind. Selbst die einfachsten Dinge, ja, wie ein Knopf, ja, wie eine Plastikflasche, benötigen Fabriken, damit sie hergestellt werden. Fabriken. Ja? So eine Plastikflasche, ja, braucht eine Fabrik, damit sie hergestellt werden kann. Ja, und die schmeißen wir einfach so weg. Und dann behaupten wir, dieser Mensch, der so intelligent erschaffen ist, so schön erschaffen wurde, immer gleich tickt, egal in welcher Kultur, egal an welchem Ort. Die Menschen, die Australien entdeckt haben, da haben Menschen gelebt, die, wie heißen die, Aborigines, ich kann es nicht aussprechen, was? Aborigines, genau. Die denken genauso und funktionieren genauso, obwohl sie, weiß ich, wie viele Jahrtausende vom Rest der Welt abgeschottet gewesen waren. Zufall? Ist das Zufall? Subhanallah, genauso. Sind auch Menschen. Mag sein, dass sie eine andere Kultur haben, etc. Die Indianer, sie waren Jahrtausende vom Rest der Menschheit getrennt, haben trotzdem ihre eigene Kultur gehabt und haben genauso getickt, ja, wie die anderen Menschen auch. Es gab gute Menschen unter ihnen, es gab schlechte Menschen unter ihnen. Sie hatten Kulturen, es gab Verbrecher unter ihnen, alles Mögliche. Sie hatten auch Religion gehabt, alles haben sie gehabt. Zufall? Ist alles Zufall oder ist dahinter ein Designer, der das alles designt hat und der das alles erschaffen hat, subhanallah, und alles gleich erschaffen hat? Und deswegen, damit wir zurückkehren zu unserem Thema, inshallah ta'ala. Das heißt, wir gehen davon aus als Muslime und sind fest davon überzeugt, dass all das nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass Adam alayhi salam wirklich erschaffen wurde. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Thema, wo man philosophisch sehr, sehr tief hineingehen könnte. All die Fragen der Moral, sie sind abhängig davon, ob der Mensch sich wirklich vom Rest der Schöpfung unterscheidet oder nicht. Guck mal, wir Menschen erlauben es uns, ein Tier zu schlachten und es zu essen. Oder? Wir essen fast alle Fleisch. Ich würde mal sagen, 99% der Leute, die hier sitzen, essen Fleisch. Gut. Mit welchem Recht töte ich ein Tier? Ist nicht ein Lebewesen? Warum darf ich keinen Menschen töten? Was ist der Unterschied? Wenn wir sagen, es ist alles Evolution, es ist kein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Gut. Warum werde ich vor Gericht gestellt, wenn ich einen Menschen getötet habe, aber nicht vor Gericht gestellt, wenn ich ein Tier getötet habe und sogar noch verkaufe? Ich darf sogar noch damit Profit machen. Subhanallah. Der Richter ist auch von dem Fleisch. Ja, wir alle essen Fleisch. Mit welchem Recht töte ich ein Tier und werde dafür nicht belangt? Aber wenn ich einen Menschen töte, werde ich dafür belangt. Was ist der Unterschied, wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Mensch und Tier? Wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier, wenn das alles Evolution ist? Und wenn wir uns einfach auch als Menschen weiterentwickeln, wir sind einfach normale Lebewesen, wir sind von Einzellen entstanden, was ist der Unterschied? Warum dürfen wir Affen in einen Käfig stellen? Und dann auch in den Zoo gehen, uns die Tiere anschauen und sagen, oh, guck mal, mit meinen Kindern Fotos machen. Der will das überhaupt nicht, der Affe. Warum sagt keiner was dagegen? Warum darf der Zoo damit sogar noch Geld verdienen? Und warum dürfte ich das nicht mit einem Menschen machen? Weil wir ganz genau wissen als Menschen, der Mensch unterscheidet sich von den Tieren. Das ist unsere Fitra. Jeder von uns weiß das. Wenn ich aber davon ausgehe, dass alles durch Zufall entstanden, ja, dann habe ich das Recht, andere Menschen umzubringen. Weil das gesamte Universum basiert dementsprechend auf dem Prinzip der Auslese. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Ganz einfach. Und damit haben dann auch die ganzen Kolonialisten in der letzten Zeit immer recht gehabt, dass sie die Indianer ausgerottet haben. Das ist ihr Recht. Warum? Die weiße Rasse ist stärker als die rote Rasse. Weiterentwickelt. Warum sollen wir die Schwachen einfach weiterleben lassen? Aber heutzutage würde man das niemals sagen, wenn man sowas sagen würde. Oha, ist man Rassist. Aber warum? Das ist doch die logische Schlussfolgerung. Es ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Wenn ich sage, die Menschen entwickeln sich, wir haben uns weiterentwickelt als weiße Rasse. Ja? Und dementsprechend müssten wir auch das Recht haben, über die rote Rasse zu herrschen. Oder über die schwarze Rasse, wie auch immer. Wo ist da das, wo ich einen Maßstab habe für Moral? Am Ende, die Menschen sind darauf gekommen, klar. Aber es ist an sich eigentlich ein Widerspruch. Ich widerspreche mich selbst. Weil am Ende weiß ich als Mensch, der Mensch ist in jeder Hinsicht anders. Aber warum? Genau aus diesem Grund. Aufgrund dieses göttlichen Funkens, der in ihm ist. Und mit dem Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgeteilt. Und weil Allah ihm Würde gegeben hat. وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben die Kinder Adams mit Würde ausgestattet. Das ist der gewaltige Unterschied. Und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, er erschafft Adam.
Und jetzt ist Adam zu sagen plötzlich am Leben. Und das Erste, was er macht, er setzt sich auf. فَاسْتَوَى جَالِسَا ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَاسْتَوَى جَالِسَا. Er hat ihm sozusagen nochmal eingehaucht, die Seele, und dann plötzlich steht er auf. Was passiert jetzt? Das ist das Allererste, was passiert. Weiß jemand? Er niest. فَعَطَسْ هَتْشِي. Subhanallah. Plötzlich sozusagen muss er niesen. Woraufhin Allah Ta'ala ihm gleich die richtigen Worte eingegeben hat. Das Erste, was Adam alayhi salam, was ein Mensch überhaupt in der Menschheitsgeschichte gesagt hat, sind welche Worte? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Das ist das Erste, was der Mensch gesagt hat. Wie soll er es auch nicht sagen, wo doch Allah ihm das Leben gegeben hat? Wie soll er das nicht sagen, wo doch Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Leben gegeben hat? Ich meine, er weiß nichts, er kennt nichts. Er niest und Allah ta'ala ergibt ihm diese Worte ein, dass er Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen soll. Und das ist auch das Erste, was wir im Koran vorfinden. Die Worte, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhanallah. Der Koran beginnt mit den ersten Worten, die jemals ein Mensch gesagt hat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ta'ala, er hat den Menschen erschaffen, damit er Dankbarkeit zeigt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich lobpreise Allah subhanahu wa ta'ala. Grundsätzlich, weil er es verdient hat. Was ist der Unterschied zwischen Hamd und zwischen Shukr? Hamd ist, dass ich jemanden lobpreise aufgrund seiner Eigenschaften. Unabhängig davon, ob er mir etwas gegeben hat oder nicht. Ich lobpreise ihn. Ich lobpreise einen König. Warum? Weil er eine besondere Stellung hat. Was ist aber Shukr? Shukr ist, ich danke jemandem dafür, dass er mir etwas gegeben hat. Und deswegen, Adam alayhi salam, er hat nicht gesagt, Ashkuruka ya Allah, ich danke dir, oh Allah. Sondern er hat gelernt vom ersten Moment an, Allah zu lobpreisen, so wie es die Engel die ganze Zeit über tun. Weil Allah Ta'ala nämlich die Lobpreisung verdient hat. Weil Allah Ta'ala die Lobpreisung aufgrund seiner Vollkommenheit verdient hat. Und deswegen ist auch der Alhamd eine der gewaltigsten Ibadat überhaupt. Alhamdulillahi tamla'ul mizan, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah füllt die Waage. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. Und subhanallah und alhamdulillah, ja, füllen alles, was zwischen Himmel und Erde ist. Warum? Weil zwischen Himmel und Erde befinden sich Geschöpfe, die Allah Ta'ala lobpreisen. Des Morgens und des Abends, die ganze Zeit über. Es gibt im Himmel keinen Fleck, ja, der so breit ist wie eine Handbreite, an dem sich nicht mindestens ein Engel befindet, der gerade Rukur macht oder Sujud macht oder Allah lobpreist. Abtatis Sama'u wa huqqa laha anta it. Allahu Akbar. Der Himmel hat angefangen zu beben. Ja. Und er hat auch recht zu beben. Warum? Dann sagt der Prophet, weil es im Himmel keinen einzigen Platz gibt, der so breit ist wie eine Handbreite, wo nicht mindestens ein Engel steht, der Allah Ta'ala lobpreist. Allahu Akbar. Adam alayhi salam, er sagt jetzt diese Worte, er weiß doch überhaupt nichts, wie ein Kind. Aber er ist kein Kind, er ist ein erwachsener Mensch, subhanallah, dem Allah Ta'ala schon Dinge beigebracht hat, von denen er gar nichts wusste. Und plötzlich antworten die Engel und sie sagen zu ihm, Rahimakallah. Möge Allah sich deine erbarmen. Möge Allah sich deine erbarmen. Und genau das ist es auch, was wir sagen, wenn wir heutzutage niesen. Wenn wir niesen, sagen wir Alhamdulillah. Und derjenige, der gegenüber dir ist, sagt Yarhamukallah. Wir haben das von Adam und den Engeln gelernt. Wir haben das von Adam und den Engeln gelernt. Und was für schöne Worte, subhanallah. Vom ersten Moment an haben die Engel Adam aufgezeigt, wie man zur Barmherzigkeit Allahs gelangt, indem man sich nämlich Allah zuwendet. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Die Barmherzigkeit Allahs ist nahe bei den Gutestunern. Wenn du Gutes tust, erlangst du die Barmherzigkeit Allahs. Tust du Schlechtes, dann erlangst du sie nicht.
Es gibt manche Menschen, die sagen, ja, aber Allah ist doch barmherzig. Er wird sich doch sozusagen aller Menschen erbarmen. Ja, natürlich ist Allah barmherzig. Aber er verlangt etwas dafür. Und zwar, dass ich versuche, zumindest mich ihm zuzuwenden. Dass ich versuche, mich ihm zuzuwenden. Ich lobpreise Allah und erhalte dafür was von Allah Ta'ala? Die Barmherzigkeit Allah Subhanahu wa Ta'ala. In einer anderen Überlieferung heißt es wie folgt. Dass als Adam alayhi salam die Seele eingehaucht bekommen hat, hat er genießt. Und dann wieder, Alhamdulillah. Woraufhin er dann Allah lobpreist hat und sein Herr ihm geantwortet hat, Yarhamukallahu ya Adam, möge Allah sich deine erbarmen, o Adam. Und dann sagte Allah Ta'ala zu Adam, idhhab ila ulaika al-malaikati ila mala'in minhum julus, geh zu diesen Engeln dort. Ja, und sie waren dort versammelt gewesen. Und sagt zu ihnen, assalamu alaikum, Friede sei auf euch. Sie haben dann geantwortet, wa alayka assalam wa rahmatullah. Und auf dir sei der Friede und die Barmherzigkeit Allahs. Und dann kehrte Adam alayhi salam zurück. Thumma raja'a ila rabbihi. Woraufhin dann Allah antwortete, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Das ist dein Gruß und der Gruß deiner Nachkommenschaft nach dir. Was ist also das Zweite, was Adam alayhi salam beigebracht bekommen hat? Der Friede. Erst einmal was? Allah lobpreisen. Deine innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala führt zu was? Führt zu Frieden mit deinen Mitmenschen. So ist die Reihenfolge. Und deswegen, Islam ist was? Was heißt Islam? Islam hat zwei Grundbedeutungen. Viele Menschen, wenn du sie heute fragst, was heißt Islam, sagen Friede. Ja, das ist aber sehr verkürzt dargestellt. Die ursprüngliche Bedeutung von Islam ist was? Ist Hingabe. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Im Islam geht es um was? Um die Hingabe. Und diese Hingabe führt zu was? Zum Frieden. Und das ist dann die zweite Bedeutung von Islam. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich als Mensch das tue, was Allah von mir verlangt hat, dann habe ich automatisch eine friedliche Welt. Weil Allah Ta'ala von mir nichts verlangt, was einem anderen Menschen oder einem anderen Geschöpf schaden würde. Schauen wir uns nochmal die Gebote des Islam an. Was verlangt Allah von mir? Allah verlangt von mir, eine innige Beziehung zu ihm zu haben, mich immer wieder zu erläutern, immer wieder selbst zu überprüfen. Durch mein Gebet, durch mein Fasten, durch meine Hajj. Und gleichzeitig verlangt er von mir, dass ich gut zu den Menschen bin, dass ich ehrlich gegenüber den Menschen bin. Es gibt kein Gebot im Islam, wo es irgendetwas gibt, wo man sagen würde, so hier ist jemand schlecht oder ungerecht zu den Menschen. Ganz im Gegenteil. Ich muss immer gerecht sein, ich muss immer ehrlich sein, ich muss immer aufrichtig sein. Stellt euch mal vor, nur mal die Vorstellung. Jeder Mensch dieser Welt würde den Islam so praktizieren, wie es Allah von ihm verlangt hat. Was hätten wir auf dieser Welt? Wir hätten ein Paradies auf Erden. Weil kein Mensch dem anderen Schaden zufügen würde. Alle würden sich gegenseitig respektieren. Keiner würde mehr schlecht über den anderen reden. Keiner würde mehr jemand einen anderen Menschen betrügen. Alle würden nur noch Salam sagen. Friede sei mit dir. Alle würden die ganze Zeit mit dem Zikr beschäftigt sein, mit ihren eigenen Sünden beschäftigt sein. Und deswegen, die Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala, sie führt wiederum zu was? Sie führt wiederum zu einem innigen Frieden in mir selbst, aber auch einem Frieden unter den Menschen und in Bezug auf die gesamte Schöpfung. Und in Bezug auf die gesamte Schöpfung. Adam alayhi salam ist jetzt erschaffen worden. Und jetzt kommt etwas, was geschieht. Wir wissen nicht genau, ob das die Reihenfolge ist oder ob es vielleicht noch eine andere Reihenfolge gibt. Es kann sein, dass jetzt direkt die Engel sich schon niedergeworfen haben vor Adam. Also davon müssen wir ausgehen. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِمُ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Und wenn ich jetzt ihm die Seele einhauche, dann werft euch vor ihm nieder. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Engel sich dann auch wirklich vor Adam direkt niedergeworfen haben, in dem Moment, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Seele eingehaucht hat. Und dass dann die anderen Ereignisse, über die wir noch sprechen werden, insha'Allah ta'ala, erst dann gefolgt sind, auch wenn das in diesem Hadith jetzt hier so nicht erwähnt wird. Deswegen lasse ich es erst einmal aus und den Hadith werden wir nächste Woche insha'Allah ta'ala weiterführen. Das ist ein Hadith bei Tirmidhi, überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu arda. Kommen wir jetzt zu genau diesem Aspekt, ja, des Niederwerfens. Die Engel, sie werfen sich jetzt vor Adam alayhi salam nieder. Oder sie müssen sich niederwerfen vor Adam alayhi salam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht das immer wieder im Koran an.
Und er sagt, und wir haben euch ja erschaffen, hierauf haben wir euch gestaltet, hierauf haben wir euch zu den Engeln, hierauf haben wir zu den Engeln gesagt, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen. Finden wir 7-mal im Koran. 7-mal im Koran genau diese Geschichte. Dass sich die Engel niederwerfen sollen. Und dann, aber wer sich nicht wiedergeworfen hat, Iblis. Warum Iblis das nicht getan hat, darauf komme ich später oder dann nächste Woche, inshallah, noch darauf zu sprechen. Aber zunächst erst einmal die Frage, was heißt das eigentlich, dass die Engel sich vor Adam alayhi salam niedergeworfen haben? Und warum? Warum sollten die Engel das tun? Ich meine, am Ende, die Engel sind doch Geschöpfe, die keine Sünden begehen. Was ist der Grund und was bedeutet das? Wir haben schon einige Dinge erwähnt, aber wir fassen das noch einmal zusammen. Der Mensch hat gegenüber den Engeln und den anderen Geschöpfen ganz konkrete Auszeichnungen. Erstens, Allah Ta'ala, er hat ihn mit seinen beiden Händen erschaffen. Zweitens, er hat von seinem Geist ihm etwas eingehaucht. Ja? Drittens, er hat Adam alayhi salam Fähigkeiten gegeben, welche die anderen Geschöpfe nicht haben. Und dementsprechend hat Allah Ta'ala von den Engeln verlangt, dass sie im Dienste der Menschen stehen sollen. Und das ist in erster Linie mit dem Sujud gemeint. Sujud, wie wir es in dieser anderen Ayah schon gehört haben, hat zunächst erst einmal als Bedeutung was? Hat als Bedeutung die absolute Hingabe gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und deswegen siehst du nicht, dass sich vor Allah jeder niederwirft, im Himmel und wer auf der Erde ist. Die Sonne, der Mond. Wie kann sich die Sonne niederwerfen? Wie wirft sich der Mond nieder? Wie wirft sich ein Stern nieder? Manche denken, haben so eine, es gibt ja einen Hadith, wo der Prophet sozusagen fragt, weißt du, wo die Sonne hingeht sozusagen, wenn sie einmal sozusagen ihre Runde macht? Ja, sie wirft sich vor dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Manche denken wirklich, ja, sie macht dann genau das, was wir als Menschen machen. Unsinn. Sujud heißt in erster Linie was? Die absolute Hingabe gegenüber Allah Ta'ala. Und wir Menschen machen Sujud und bringen das zum Ausdruck, indem wir nämlich diese Hingabe zum Ausdruck bringen, durch das Niederwerfen, indem wir unsere Stirn auf den Boden tun. Jetzt stellt sich die Frage, haben die Engel wirklich Sujud gemacht, wie sie es gegenüber Allah machen? Oder war das eher ein Sujud im übertragenen Sinne? Es gibt Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten diesbezüglich. Manche sagen, sie haben wirklich Sujud gemacht, sie haben sich niedergeworfen mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und andere sagen, nein, das ist nur im übertragenen Sinne gemeint. Sujud Ramzi, symbolischer Sujud, ist ein symbolischer Sujud. Ja? Indem sie sich nämlich bereit erklärt haben, Adam alayhi salam in seiner Stellung zu respektieren und für die Kinder Adams da zu sein. Und deswegen, wer organisiert alles in diesem Universum für die Menschen? Wer ist das? Das sind die Engel. Die Engel stehen in unserem Dienst und nicht umgekehrt. Wir profitieren von den Engeln, aber nicht umgekehrt. So als wären sie unsere Diener. Wir haben Engel, die uns tagtäglich bewachen. 24 Stunden. Die haben sogar Nacht- und Tagesschichten. Ja, die haben Nacht- und Tagesschichten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Die wechseln sich ab am Tag und in der Nacht. Es gibt Engel, die nur dazu da sind, ja, um das Kind im Mutterleib zu bewachen. Es gibt Engel, die dazu da sind, ja, um dann sozusagen, dass die Seele eingehaucht wird. Es gibt Engel, die dazu da sind, um das alles niederzuschreiben. Es gibt Engel auf deiner rechten Seite, die nichts anderes tun, als die guten Taten aufzuschreiben. Ein Engel auf deiner linken Seite, die nichts anderes tun, als die schlechten Taten aufzuschreiben. Jetzt könnte jemand sagen, ich werde nicht mal dafür bezahlt. Er wird nicht dafür bezahlt. Er macht es, weil es Allah von ihm verlangt hat. Subhanallah. Und das ist der absolute Sujud. Die absolute Hingabe. Sie tun es, ohne dafür etwas als Gegenleistung zu bekommen. Sie tun es, weil es Allah Ta'ala von ihnen verlangt hat. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Sie sind nicht ungehorsam in dem, was Allah ihnen geboten hat. Und sie tun das, was Allah ihnen befohlen hat. 1:1. Und genau damit hatte Iblis ein Problem. Wir werden das heute mit Iblis ausführlich nicht schaffen, weil das ist so wichtig, diese Geschichte mit Iblis. Ja, und warum Allah überhaupt Iblis erschaffen hat und den Shaitan erschaffen hat. Ja, das ist zu wichtig, als dass wir das so kurz zusammenfassen können. Und genau das ist es, was Iblis abgelehnt hat. Iblis hatte kein Problem damit, vielleicht sich einmal niederzuwerfen vor Adam. Iblis hatte ein Problem zu akzeptieren, dass er und die Engel im Dienst der Adam stehen und nicht umgekehrt.
Das war sein größtes Problem gewesen. Aber das ist das, was den Menschen ausmacht. Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, er hat den Menschen erschaffen und er hat ihm genau diese Stellung gegeben. An dieser Stelle, insha'Allah ta'ala, möchte ich, oder ich muss besser gesagt, es tut mir leid, ich muss leider heute, insha'Allah ta'ala, an dieser Stelle auch zum Ende kommen und möchte auch gleichzeitig, weil das Thema mit Iblis nochmal ein Thema ist, was wirklich ausführlich besprochen werden muss, in diesem Kontext, weil es geht hier um sehr wichtige, grundlegende Fragen. Ja, warum gibt es überhaupt das Schlechte und das Böse? Warum lässt das Allah zu? Inwiefern ist das vereinbar mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala? Die meisten Menschen heutzutage stellen sich genau diese Frage. Wie kann es sein, dass es Böses auf dieser Welt gibt, wenn doch Gott vorhanden ist und existiert? Wie kann es sein, dass Gott das alles zulässt? Wie kann es sein, dass Gott zulässt, dass es einen Satan gibt, der versucht, die ganze Zeit die Menschen in die Irre zu führen? Das sind so wichtige, grundlegende Fragen, dass wir sie nicht einfach so jetzt am Ende noch zusammenfassen können. Aber ich möchte das gerne ausführlich nächste Woche, insha'Allah ta'ala, dann besprechen. Wenn wir darauf eingehen, warum sich Iblis nicht niedergeworfen hat und wozu das dann am Ende geführt hat, dass er nämlich Aufschub bekommen hat und warum er überhaupt Aufschub bekommen hat und wie es dann zu der ersten Sünde gekommen ist, ja, und das aber und mit Hawa etc. Das alles werden wir dann insha'Allah ausführlich nächste Woche besprechen. Bi'idhnillahi azza wa jalla. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر